In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe der Frequenztrennung fliegende Haare entfernen kann. Und zwar hat man ja häufiger mal das Problem, dass wenn man Fotos macht, dass die Haare am Kopf etwas abstehen und dass man die nachher beseitigen muss. Das geht je nachdem, wie viele Haare das sind. Mal einfacher und mal schwieriger. Wenn man im Studio arbeitet, ist das alles noch ziemlich einfach, weil der Hintergrund ja einfarbig ist und meistens nur ein leichter Farbverlauf ist und man das ziemlich gut beheben kann. Problematischer wird das Ganze, wenn ein Bild outdoor fotografiert wurde, also draußen, dann hat man da eher mal Probleme. Ich habe hier ein Bild aus dem letzten Einzelcoaching mit dem Benno. Und zwar hat der Benno mir das Bild mal zur Verfügung gestellt und ich zeige euch das mal. Das ist das Bild und hier kann man auch schon schön sehen, welches Problem wir haben. Und zwar haben wir hier quasi außenrum haben wir Haare, die quasi abstehen. Da hätte man vor Ort ein bisschen besser drauf achten müssen oder können, aber manchmal geht das auch gar nicht, weil man gar nicht die Zeit hat. Wie dem auch sei, wenn sowas passiert, dann hat man doch ein bisschen Probleme, das wegzumachen. Wie gesagt, man kann das zum Beispiel einfach mit dem Stempelwerkzeug, indem man hier einfach das rüber kopiert. Aber wie man sieht, das funktioniert natürlich nicht. Da muss man schon sehr, sehr genau arbeiten mit einer weichen Kante und hier ganz, ganz vorsichtig das irgendwie rüber kopieren, so dass es halt nachher dann möglicherweise nicht auffällt. Aber ich finde, wenn man hier einmal vorher nachher macht, dass man das gerade in dem Bereich hier sehr gut sieht, dass das nicht gut funktioniert. Also die Möglichkeit will ich euch nicht zeigen, und zwar ich möchte euch zeigen, wie das mit der Frequenztrennung zu machen ist. Ich habe mir dafür bei meinen Aktionen schon quasi eine Aktion angelegt, mit der ich quasi meine Frequenztrennung direkt mache. Ich zeige euch aber trotzdem Schritt für Schritt ganz kurz, wie man diese Ebenen anlegt. Also wenn man das später macht, so eine Aktion, dann zeige ich euch, wie das ausschaut. Hier einfach dann die Aktion öffnen, auswählen. Moment, das war jetzt gerade falsch. Ich mache das immer auf eine extra Ebene. So. Einfach auswählen und dann arbeitet er quasi sich von ganz alleine durch. Man muss nur noch Sachen, verschiedene Sachen einstellen. Macht er einfach mal jetzt. Und dann arbeitet die Aktion das quasi komplett von alleine durch. Würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, das selber so zu machen, indem ihr euch da eine Aktion anlegt. Und dann habt ihr nachher das immer schon komplett fertig. Ja. Ich zeige euch aber ganz kurz, wie gesagt, wie man das auch ohne eine Aktion macht oder wie ihr dann halt euch selber eine Aktion anlegen könnt. Und zwar braucht ihr dazu dreimal eine Kopie von der Hintergrundebene. Das geht mit Steuerung J. Die benenne ich jetzt mal. Und zwar die erste nenne ich immer High, weil es da der High-Pass dann drauf kommt. Dann eine Ebene Soft. Moment. Soft und Low. Und die Ebenen packe ich alle zusammen in eine Gruppe. Und die Gruppe nenne ich jetzt Frequenztrennung oder FT, einfach nur, damit ich weiß, um was es da geht. So. Und als erstes, der erste Schritt bei der Frequenztrennung ist, vielleicht erkläre ich ganz kurz noch, was die Frequenztrennung überhaupt ist. Obwohl im Grunde gibt es da ganz, ganz viele Tutorials schon zu, wie man Frequenztrennung macht. Aber ich zeige es euch trotzdem ganz kurz und erkläre ganz kurz. Und zwar mit der Frequenztrennung spalte ich das Bild auf in zwei verschiedene Ebenen sozusagen. Und zwar einmal in die Low-Ebene, die dann nachher nur noch Farbe und grobe Formen beinhaltet. Und die High-Ebene, die dann wirklich nur noch die Details beinhaltet. Und möglichst keine bis ganz, ganz wenige Farbinformationen nur noch. So dass man später getrennt Farbe und Details verarbeiten kann. Was manchmal durchaus, das ist ganz, ganz praktisch für die Hautretusche. Aber auch nicht nur für die Hautretusche, sondern auch für andere Sachen. Man muss natürlich aufpassen in dem Moment, wenn die Sachen so ineinander übergehen. Also bei den Haaren haben wir jetzt hier natürlich sehr starke Details. Wie hier in dem Bereich, wenn man das sieht, über dem Auge. Und wir haben so Mischbereiche, die so ein bisschen noch, die zwar irgendwie Form und Farbe, also Form sind, aber nicht mehr so richtig Details. Da muss man da ein bisschen drauf achten. Aber ich zeige euch einfach mal, wie man das bei dem Bild machen kann.
Wie gesagt, wir fangen mit der Low-Ebene an. Und die müssen wir quasi jetzt auf einen Wert bringen, der quasi nur noch Farbe und Form macht. Das geht über Filter, Rauschfilter, Helligkeit, Interpolieren. Und hier suchen wir uns jetzt einen Radius aus, der die Details, die wir nachher bearbeiten möchten, zum Beispiel die Haut oder in dem Falle ja die Haare, und zwar möchten wir ja die fliegenden Haare hier außen rum entfernen, dass die nachher nicht mehr zu sehen sind. Also wir heben den Radius so weit hoch, ich probiere es mal mit 15, dann sehen wir hier aber jetzt noch einzelne Haare durch. Ich gehe noch ein bisschen weiter hoch auf 24 mal, das ist schon viel besser. Würde ich so fast lassen, ich würde sogar noch ein Stückchen weiter hochgehen, gehe es mal auf 28. So, jetzt haben wir im Grunde eigentlich die ganzen Haare hier, die einzelnen Haare weg und haben jetzt nur noch einen großen Matsch. Also wir haben die große Form von dem Model und von der Wand, aber die einzelnen Haare, die sind jetzt quasi weg. Vielleicht gehen wir mal hier doch auf 30. So, dann bestätigen wir das und okay. Jetzt rechnet er das ganz kurz durch. Das dauert immer einen kleinen Moment. Und als nächstes wird die High-Ebene vorbereitet, indem wir auch die quasi anwählen. Moment. Jetzt die wieder anwählen, den Modus in lineares Licht ändern, nun auf Bild, Bildberechnungen. Und jetzt sieht das im ersten Moment ganz, ganz komisch aus, aber das bleibt nicht so. Jetzt geht man her und wählt hier oben im Mischmodus addieren aus. Deckkraft bleibt bei 100, skalieren auf 2. Hier oben bei Ebene wählen wir die Low-Ebene, weil wir möchten von der High-Ebene die Details durch die Low-Ebene berechnen oder miteinander verrechnen und setzen hier ganz wichtig einen Haken bei Umkehren. Und jetzt sehen wir schon in der Vorschau, dass das Bild quasi wieder so aussieht wie vorher. Das bestätigen wir jetzt. Jetzt haben wir hier, wenn wir quasi diesen Ordner an- und ausschalten, sollte sich im Bild im Grunde nichts verändern. Und wir haben hier quasi einmal die High-Ebene, die sieht so aus. Das sind jetzt wirklich nur noch die einzelnen Details drauf, wie zum Beispiel hier die einzelnen Haare, aber auch die Haut sind hier drauf. Und wir haben die Low-Ebene, die wir ja vorher schon berechnet haben, die quasi jetzt nur noch Formen hat. Genau, Moment, die einmal anmachen. Die Soft-Ebene brauchen wir in diesem Fall jetzt nicht, die braucht man nur sonst, da kann man dann quasi mit der Haut Sachen machen. Also für diese Berechnung braucht man das nicht, aber ich komme da beim anderen Video auch nochmal drauf zurück. Deswegen lasse ich die jetzt mal so, weil ich das immer mit den drei Ebenen mache. Ganz wichtig jetzt, damit wir so arbeiten können, dass wir später noch Sachen verändern, duplizieren wir einmal die High-Ebene. Hier sieht das gleich ganz komisch aus, also ganz überstrahlt oder ganz überschärft. Setzen den Modus der oberen Kopie in den Modus Normal und verbinden die beiden Ebenen. Und es geht mit der gedrückten Alt-Taste, und wenn ich zwischen die beiden Ebenen gehe, kann ich die quasi aufeinander, kann ich eine Schnittmaske erstellen. Und zwar ist dann die obere Ebene, bezieht sich nur noch auf diese Ebene. Und jetzt arbeiten wir auch nur noch auf der High-Kopie. Die nennen wir jetzt auch einfach Kopie. Und jetzt gehen wir her und können quasi auf dieser Ebene können wir jetzt Sachen verändern und die Haare rausmalen. Und zwar mache ich das über den Stempel, Deckkraft und Fluss 100%. Ganz wichtig bei Aufnehmen, darf nur aktuelle Ebene sein. Und die Härte des Pinsels mache ich auf ganz hart, also entweder auf 100% oder auf jeden Fall irgendwo bei 90, dass wir keine weichen Kanten haben, wirklich nur ganz, ganz klein. Ganz, ganz wenig. Und jetzt können wir, da wir ja auf der High-Kopie sind, können wir hier die Haare einfach wegmachen, indem wir nebendran klicken und müssen uns keine Gedanken machen über die Farbe, die da ist. Also sprich, normalerweise, wenn ich was kopieren würde aus dem Bereich hier und würde das hier drüber kopieren, würde das dann natürlich viel dunkler werden. Dadurch, dass wir aber auf dieser Ebene arbeiten, wo wir keine Farbe mehr haben und keine Helligkeitsinformationen, sondern wirklich nur Details, ist das gar kein Problem. Wir gehen quasi hier an der Seite
und malen vorsichtig die Haare einfach weg. Man sieht, das geht super einfach und auch super schnell. In dem Falle ist das ist der Hintergrund etwas strukturierter. Muss man natürlich hier auch ein bisschen schauen. Oder ist er detailreicher, besser gesagt, nicht strukturierter. Weil jetzt haben wir ja quasi einen sehr unscharfen Hintergrund durch diese Wand, die ist sehr unscharf. Und da geht es natürlich sehr gut. Also ihr seht, man kann die Haare da sogar ziemlich grob wegschneiden und bekommt aber trotzdem ein ziemlich sauberes Ergebnis. Na, ich nehme immer quasi von der Seite hier Farbe oder beziehungsweise die Struktur. Die Struktur und kopiere das darüber. Hier in dem Falle zum Beispiel würde ich die Härte sogar ein bisschen runtersetzen und ganz vorsichtig, damit es so ein ganz leichter Übergang gibt, damit es nicht so ganz hart ist. Normalerweise immer die Kante schön hart machen, aber an manchen Stellen muss man da halt auch ein bisschen mit einer weicheren Kante arbeiten, damit das nicht so auffällt. So, ich zoome hier mal raus und man kann schön sehen, dass der Bereich hier in der Seite, der ist schon ziemlich gut geworden im Vergleich zu vorher, haben wir da die Haare einfach weg. Wenn wir jetzt aber genau gucken, haben wir da trotzdem noch leichte Probleme mit der Helligkeit. Und zwar mache ich nochmal an, aus. Und ich finde, dass man das so ein bisschen sehen kann, zum Beispiel in dem Bereich hier. Hier haben wir so einen helleren Fleck. Wenn ich den an, ausmache, dann sieht man, dass es hier so ein bisschen heller ist. Und da kann man jetzt hergehen und kann das genauso machen wie hier oben. Wir gehen von der Low, machen hier eine Kopie, setzen die auch wieder als Schnittmaske, wieder im Modus Normal, aber ist in dem Bereich schon. Dann benenne ich das auch wieder hier Kopie. Und jetzt haben wir quasi hier auch die entsprechenden Formen. Und hier sehen wir auch, dass hier in dem Bereich das ein bisschen heller ist. Jetzt würde ich einfach hergehen und mache quasi eine Maske, beziehungsweise ja, maskiere das Ganze. Eine weichen Kante. In dem Bereich hier auf der Kopie. Filter, Weichzeichnungsfilter, gaussischer Weichzeichner. Und würde das jetzt einfach so ein bisschen weichzeichnen. Mit in dem Falle jetzt ungefähr Radius von 30. Und schon haben wir den Bereich schön gefixt. Was man sieht, vorher, nachher, ist ein wunderbares Ergebnis. So, auch hier zeige ich euch, dass wie das ausschaut, wieder mit dem Stempeln. Tool hier einfach drüber über die Haare. Die weg, auch hier die Haare weg. So, harte Kante wollte ich wieder machen. Ein bisschen größer. Also ihr seht, das ist kein Hexenwerk, das ist in dem Falle sogar ziemlich einfach und geht sogar sehr schnell. Also verhältnismäßig schnell. Hier haben wir eine Struktur von der Wand eben noch irgendwie mit reingestempelt, dieses Weiße, aber das kann man ja, wie gesagt, da kann man jederzeit nochmal drüber. Und im schlimmsten Falle hätten wir hier unten noch die Hai-Ebene im Originalzustand mit den Haaren drauf, also wenn wir hier das ausmachen, sind alle Haare wieder da und man könnte von hier nach hier oben auch kopieren und im schlimmsten Fall das wieder so ein bisschen rückgängig machen, wenn man wenn man das sich verstempelt hat, sage ich einfach mal. So, ich mache hier das nochmal ganz kurz fertig, wieder ein bisschen weiche Kante, um auch hier diese Haare ein bisschen wegzumachen. Das Schöne ist, der Benno hat zugewilligt oder hat zugesagt, dass das Bild genutzt werden darf. Also sprich, ich werde das Bild dann in der Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr selbst das Bild runterladen und könnt selbst mal ausprobieren, ob ihr das selber mal probieren wollt. Oder mit dem Bild und dann könnt ihr sehen, wie gut ihr das hinbekommt, sage ich mal. So, auch hier wieder mit dem gaußschen Weichzeichner. So. Also man sieht, das ist es sehr schnell gemacht, aber im Grunde schon für die Geschwindigkeit ein gutes Ergebnis. Müsste natürlich, oder man könnte durchaus ein bisschen
ein bisschen feiner noch arbeiten, aber um das kurz zu zeigen, wie das in 5 Minuten geht, finde ich, ist das doch ein ganz, ganz plausibles Ergebnis. Also gerade in dem Bereich hier, das müsste man noch ein bisschen sauberer machen, aber hier in der Seite, finde ich, ist das wirklich ausreichend, um zu zeigen, wie man sowas machen kann. Ja, genau. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne liken und verlinken, liken und teilen und was ihr alles wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann demnächst wieder. Ciao.